Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Company Simulator. Wir haben in der letzten Folge unsere Rakete erfolgreich fertig gebaut und sie jetzt für einen Kommunikationssatellitenstart bereitgestellt, der 12.500 uns einbringt. Also wir kriegen 2.500 raus im Grunde. Nicht so viel, aber für den ersten Versuch eine eigene Rakete zu starten, wäre das ja schon mal etwas. Research complete. Außerdem haben seit Ewigkeiten nichts mehr gestartet. Wäre für uns jetzt ein riesiger... Ah, aber es ist schon soweit. Yes, take observation from the platform. Und bitte funktioniert es jetzt. Test Rocket 1. Ground Control Officer. Gibt grünes Licht. Payload. Hä? Launch Processes Officer expresses concern about readings from the... Bei One, nee. Komm, weiter geht's. Mach auf. Alles grün. Die Engine wird schon funktionieren. Es ist gleich soweit, Leute. Ich habe echt gedacht. Oh. Leute. Ich würde mal sagen, unsere erste eigene Rakete startet jetzt. Hat Liftoff. Ach, bitte funktioniert's. 100. Starting procedure was successful. The main engine will be ignited. Das ist schon mal gut. Ich bin jetzt echt gerade gespannt. Das ist unsere erste Rakete, die funktioniert. Unsere eigene Rakete sogar. Kann es sein, dass wir Satelliten bauen oder einbauen müssen, damit wir überhaupt was starten können? Also auch nicht so Tests, Flüge machen können, rein theoretisch. Booster Engine Cut Off. Da passiert nichts. Schaut immer noch sehr gleich aus. Main Engine Cut Off. Wir haben fast 1000 km/h drauf. Das ist relativ flott. Über 80 Kilometer in der Luft. Main Engine Cut Off. Da passiert irgendwie immer noch nichts. Ja, da ist gar nichts mehr. Was passiert denn jetzt eigentlich? Also, im Grunde, das Ding wird immer schneller, immer höher. Stage 1, sagt er hier immer noch. Aber wir sind doch schon längst bei anderen Stages. Oder gilt es dann für größere Raketen? Das Witzige ist, hier fliegt sie gerade nach oben, ne? Hier macht sie die ganze Zeit die leichte Kurve. Und hier hängt jetzt irgendwie das Teil. Ne, okay, aber ich würde sagen, die Rakete ist super. Sie hat genug Treibstoff drin. Sie kommt sehr, sehr weit. War ein Top-Ergebnis. Also was Besseres hätten wir jetzt nicht erwarten können. Deswegen würde ich mal auf Close gehen und würde mal sagen... Ah, genau. Research war complete, oder? Ne, wir haben ja gerade angefangen zu erforschen. Hey. Loss of communication with the communication with Silat is in orbit has been lost. We wait and see. We extend the flight time einfach. Next turn. Research complete. New contracts are well. Building complete. Yes! Medium building. Assembly building ist fertig. Wir können jetzt zum Launchpad Bau übergehen. Build. Und was war das, was wir noch bauen konnten? Das Touristenprogramm, ja, bau mal halt. Schmeiß mal die Kohle raus jetzt. Also wir bauen jetzt das Touristenprogramm. Warte mal, dich gleich können wir upgraden, ne? Jo. Dich upgraden wir auch. Noch irgendwas bereit zum Upgrade? Also da wird gebaut, dort wird gebaut, dort wird gebaut. Ist doch super. Dann schauen wir doch mal Assembly Room. Confirm. Warum sind die rot? Heißt es, dass die extrem schlecht sind, oder wie?
Also es kann zwei Engines haben, wie ich jetzt hier sehe, ne? Tausende Utilities. Gehen wir doch mal in den Shop, oder? Back. No, nicht speichern. Das Depot. Ich bin für den Kauf. Wie kann ich das alles sellen eigentlich? Kann ich das irgendwie sellen? Sell Components noch nicht unlocked. Huch, nee, zurück. Bedeutet, wir gehen jetzt ins Depot und gehen mal in den Kaufbereich. Shoppen, es ist wieder Shoppingszeit. Ich kaufe nur einen... Ah, nicht Constructen, scheiße, wir sind im Constructbereich, nicht im Kaufbereich. Ein Melduna kaufen wir. Natürlich hier sowas. Gridfins jederzeit. Medium Gridfins eher weniger. Medium, 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 medium. Heavy? Das kann ich doch nicht mal verbauen. Das ist kacke jetzt. Okay, dann tun wir halt noch ein bisschen Constructen jetzt hier. Dich brauchen wir noch. Gridfins würde ich zwei gleich nochmal herstellen. Ein HGU, sowas brauchen wir nicht. Heat Shield. Ein Antrieb. Das ist alles schon wieder was anderes, das ist schon wieder höher. Dann würde ich sagen, one turn, one turn, two turns. Wir brauchen erstmal zwei Runden noch. Nächste Runde. Und brrrp. Wenn wir jetzt hier im schwarzen Screen abhängen, dann drehe ich langsam durch. Ne, ich sag's euch. Dann hasse ich es aktuell. Klar, es ist Early Access und so, aber es kann doch nicht sein, dass es immer wieder sich aufhängt. Okay, Leute, ich melde mich zurück, sobald ich das Problem gelöst habe. Ich muss jetzt trotzdem mal... Ja, ihr seht auch schon wieder alles wieder da. Ja, wir sind immer noch vor unserem... Vor unserem Lounge. Ah, der ist auch schon geplant. Okay. Der Assembly Room ist auch... Ja, ist ja gut. Assembly... Ja, ist gut. Muss anmerken, ich bin dezent genervt aktuell von dem Spiel. Es kann natürlich noch nichts dafür. Es ist in der Alpha. Muss man ihm ja... zugute halten. Es ist ja nicht so, als ob das schon länger draußen ist. Es ist ja erst rausgekommen. Ist ja alles schön und gut. Kann ich auch voll verstehen. Ich kaufe jetzt gerade die ganzen Prototyp-Sachen, damit ich da ein paar nicht bauen muss. Ich habe keinen Bock drauf zu bauen. Aber es ist natürlich, sag mal, schon nervig, jederzeit immer wieder das Spiel neu zu starten, immer wieder über 3000 Ecken das Spiel zu versuchen zu starten. Ohne wirklich sozusagen weiterzukommen. Der Safe Game muss so kompliziert immer reingehen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das macht es ganz schön an. Oder sagen wir mal, anstrengend im Kopf, immer wieder zurückzulaufen und denselben Shit von vorne zu machen. Okay, dann würde ich sagen, wir warten jetzt diese Turn ab. Aber wir können mal schauen, ob wir schon bilden können. Ja, wir können hier schon build. Du musst nicht schnell sein. Das Einzige, was wirklich schnell gebaut werden muss, ist eigentlich das Launchpad. Das muss schnell gebaut werden. Und hier irgendwo konnte ich auch Marketing ausbauen. Das soll auch schnell gemacht werden. Einfach so. Next turn. Nee, oder? Ey, wollt ihr mich verarschen? Oh, nee, oder? Ich warte jetzt. Wir warten jetzt bis Aufnahme bei 30 Zirkel ist, ne? Also das Witzige ist ja, du siehst, das Spiel läuft ja im Grunde noch. Es hat sich ja nicht wirklich aufgehängt. Der Cursor ist ja da. Die Musik läuft ja auch. Trotzdem muss ich jetzt wieder aus dem Spiel Alt F4 wieder alles von vorne machen, wieder alles einstellen, wieder alles ran. Okay, Leute, wir machen jetzt ganz simpel. Auch wenn das Video bei Videos bei euch ganz gut ankommen, liegt es jetzt an euch auch ein bisschen. Ihr schreibt bitte in die Kommentare, ob ich weiter mich damit abspielen soll, immer wieder mich reinzuloggen oder nicht. Je nachdem werde ich das auch machen. Wird es aber nur zweimal die Woche kommen. Oder so ähnlich wie kommen wie die anderen ganzen Videos.
Und wenn ihr schreibt, lass es fürs Erste, dann kommt das wieder, bis ein paar Patches gekommen sind, ich wieder ein bisschen geguckt habe und die Patches das, sagen wir mal, erfüllt haben oder beziehungsweise verbessert haben. Weil aktuell, ich habe gerade echt die Schnauze voll von dem Spiel, weil ich hasse es, jedes Mal ein Spiel wieder alt F4 müssen, wieder reinloggen. Und ja, also es tut mir echt leid, ich hätte mich auch drüber gefreut, wenn wir mehr machen können. Aber ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn das Spiel ein bisschen für ein Let's Play ein bisschen Polishing kriegt oder halt wenigstens, dass es wenigstens einigermaßen läuft. Immerhin habe ich jetzt noch nicht mal eine halbe Stunde wirklich aufgenommen. Deswegen würde ich sagen, schreibt in die Kommentare, ob wir es trotzdem weitermachen sollen oder nicht. Und wir sehen uns bei einem der anderen Let's Plays oder beim nächsten Video. Also, bis dann. Ciao!